Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt von einem meiner Träume erzählen, den ich vor kurzem geträumt hatte. Und zwar träumte mir, ich war bei Kaiser Franz Josef zur Audienz. Seine apostolische Majestät, Kaiser Franz Josef I., war und ist für viele und auch für mich der heilige, gütige Großvater der Donaumonarchie. Er, Kaiser Franz Josef, der schon eine Ewigkeit regiert, ist für uns immer noch allgegenwärtig. Die Audienz erfolgte streng nach Vorschrift. Ich trug meine Militär-Musikuniform. Es waren viele Menschen im Vorsaal anwesend. Hohe Offiziere, Beamte, Bauern in Festtagstracht bis hin zu trauernden Witwen. Da gab es Bitt- und Gnadengesuche, die, wenn man zur Audienz geladen war, schon zugunsten des Antragstellers genehmigt waren. Der Kaiser wollte eben die betreffende Person auch persönlich sehen und kennenlernen. Sprechen durfte man nur, wenn der Kaiser eine Frage stellte. Meine Audienz beginnt. Ich trete zögernd und ängstlich ein. Ja, kommen Sie nur näher. Ich mache eine tiefe Verbeugung. Stehen Sie kommod, wie heißen Sie? Horst Scheiblofer, Eure Majestät. Horst Scheiblofer, aha. Und woher kommen Sie? Aus Mosjontarca, auf Deutsch Andau, in Ungarn Komitat Wieselburg, Eure Majestät. Und wann sind Sie geboren? Am 28. April 1969 in Andau, Eure Majestät. Und wo haben Sie gedient? Bei der Militärmusik und bei der Infanterie, Eure Majestät. Aha, brav, ein braver Soldat also. Jawohl, Eure Majestät. Aha, ein Musiker. Scheibelhofer aus Andau. Sind Sie der mit dem Wein oder der mit den Reben oder der mit den Grumpieren? Den soll ich auch noch geben. Keiner von den dreien, Eure Majestät. Ich bin Musikant. Ja, ja, Musikant ist überall bekannt. Ich lese da, Sie fordern vom Neusiedler See einen Schiffsverkehr bis zum Schwarzen Meer. Jawohl, Eure Majestät. Das ist ein bisschen weit, das sind ja über 1000 Kilometer, mir scheint. Ich genehmige vorerst einmal vom Neusiedler See den Bau bis zur Brücke von Andau. Das ist sehr gütig, Eure Majestät. Ich danke herzlichst. Ja, ja, ist schon gut. Aber nur, wenn Sie auf dem Schiff Musik dort machen. Gewiss, Majestät, dann lassen wir's krochen. Aber jetzt zu ganz was anderem. Wissen Sie, ich bin kein Musiker, aber ein passionierter Jäger. Gewiss, Majestät, man sagt, Sie sind Jäger und schießen in Afrika sogar auf Neger. Aber gehen Sie, das sind doch alles nur Gerüchte. Aber ein Holz aus für die Küche. Ja, Scheibelhofer aus Andau. Sagen Sie, in Andau, da gibt's ja auch diesen großen Vogel. Wie heißt der schnell? Er ist auch bei euch im Wappen. Verzeihen, Eure Majestät, Sie meinen sicher. Ah ja, jetzt fällt's mir ein, das sind die Tropen. Möchte fragen, ob Sie das wissen. Kann man die Tropen bei Ihnen auch noch schießen? Leider nein, Eure Majestät, die sind unter strengstem Naturschutz. Aber mir erzählte mein Freund der Nigel, den letzten erschoss der Fiegel. Na ja, dann denken Sie bitte schön nach über ein seltenes, exotisches Tier in Andau, das man erlegen kann. Eine Belohnung ist ihm gewisser dann. Majestät, da fällt mir ein, vielleicht ein Wildschwein. Nein, 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 hören Sie mal auf, alles nur kein Schwein, von dir wie genug daheim. Nun, da kann ich Majestät nur mehr eins empfehlen. Einen Vogel gibt's bei uns, von dem nur mehr weltweit ein einziges Exemplar existiert. Die müssen schießen, bevor er krepiert. Es ist ein Vogel, sagen's, ein ganz seltener, sagen's. Wo findet ihr den? Auf die Wiesen oder im Wald? Wo ist sein Aufenthalt? Wo ist der Vogel zu Haus? Majestät, meistens nur im Wirtshaus. Von so einem komischen Vogel habe ich mein Lebtag noch nichts gehört.
Wenn ich denn schieße, sind die Tierschützer sicher sehr empört. Das klingt schon sehr nach Skandal. Ja, Majestät, der Vogel heißt nämlich zahnlose Nachtigall. Zahnlose Nachtigall, sagst? Und der Vogel ist wie alt? Ich glaube, 90 Jahre alt. Was, schon so alt? Dann das schieß ihn gleich heut. Das ist das Beste, mir scheint. Bevor ich selber das Bangl reiß, so war ich Kaiser Franz Josef heiß.